Ein Ichthyosaurier dürfen wir heute vorstellen, mit zwar nur einigen Resten, aus einer Tongrube des Stadtgebietes von Bielefeld. Und zwar aus der Tongrube im Sundbrackviertel, die Tongrube der Ziegelei Wilhelm Klarhorst. Es war die Fossilfundstelle der 20er und 30er Jahre. Und zu Beginn der 30er Jahre ist auch ein Ichthyosaurier hier gefunden worden. Ich habe hier einen Rest jener Fundbergung. Es ist ein mittlerer Schnauzenteil, nun Unter- und Oberkiefer. Das gehört vorne dran. Und dann noch ein Bereich aus dem etwas mehr hinten liegenden Bereich des Rostrums. Da ist also viel gefunden worden in der Zeit, als man noch in den Tongruben von Hand abgebaut hat mit Hacke und Schaufel und natürlich diese Fossilreste nicht übersehen konnte. Heute haben wir leider diese Einblickmöglichkeiten nicht mehr, es sei denn, es wird mal eine tiefere Baugrube gegraben. Da hätten wir dann noch Möglichkeit, mal kurzzeitig zuzuschauen, aber wenn man am nächsten Tag kommt, ist bereits schon Estrich gegossen und dann sieht man schon nichts mehr. Man muss also höllisch aufpassen, um an solche Funde noch heranzukommen. Ja, das ist nun der Rest, den wir haben von einem Tier. Man hat es dann ausrechnen können, dass es mit den vielen anderen Resten, die man damals noch geglaubt hat, auf 8 Meter Länge kam. Damit hätten wir den größten Schwimmsaurier in Westfalen nachgewiesen. Es ist glücklicherweise inzwischen schon eine wissenschaftliche Bearbeitung durchgeführt worden, und zwar im Jahre 1996 ist eine Veröffentlichung erschienen. Und all diese Reste sind genau paläontologisch bearbeitet worden und es ist also festgestellt worden, dass es hier wirklich ein Missing Link, ein Zwischenglied ist zwischen den Funden aus dem unteren Lias von England und dem höheren Lias hier aus Württemberg und Franken. Deswegen ist das Bielefelder Stück mit seinen Resten so interessant. Wir sehen also diese berühmten Kegelzähne, mächtige Fangzähne dieses Reptils, welches sich wieder an das Wasserleben gewöhnt hat und nun im Wasser lebte, so ähnlich wie es ja andere Tiergruppen auch geschafft haben, den Lebensraum Wasser zurückzuerobern. Ich denke an die Delfine, an die Robben aus dem Bereich der Säugetiere. Die Zähne zeigen natürlich die Bedeutung dieses Schnauzenteils eben für den Beutefang. Es war, man muss es sagen, der Ichthyosaurier natürlich ein Räuber. Jedenfalls haben wir hier diese sehr interessanten Stücke aus einem wesentlichen Teil dieses Ichthyosauriers, und zwar der Nachweis eines Ichthyosauriers aus einem Bereich, wo es sonst keine gibt. Wir haben in den unteren Bereichen des Jura in England etliche Ichthyosaurier gefunden. Wir nicht, aber die Wissenschaftler in England. Ich sage, wenn ich wir sage, natürlich im Namen der ganzen Kollegenschaft, die sich damit beschäftigt. Es sind natürlich bekannt die ganz großartigen Ichthyosaurierfunde von Holzmaden in Württemberg bei Kirchheim-Teck oder Boll oder auch beim Kloster Banz in der Nähe von Lichtenfels, also im fränkischen Bereich. Aber das ist nun schon jüngerer Lias. Der Zwischenbereich ist an sich bisher ohne die Bielefelder Funde im Wesentlichen ichthyosaurierfrei. Ist natürlich nicht wahr, sie sind also da nie richtig nachgewiesen worden. Hier haben wir ein Exemplar. Temnodontosaurier sind also besonders großwüchsige Ichthyosauriden, die also nun hier doch zu den Seltenheiten im europäischen Raum gehören. Es ist das Dokument eines Meeressauriers, das Zeugnis einer Meeresüberflutung vor 200 Millionen, ja hier vielleicht 190, 180 Millionen Jahren
Bielefeld lag damals unter Wasser. Fest steht, dass mit dem Lias, mit dem unteren Jura, Ablagerungen nach Bielefeld gekommen sind, die mit dem offenen Weltozean schon in Verbindung standen, sodass also Bewohner des offenen Ozeans hier bereits leben konnten. Es sind Abgüsse von diesen Teilen hergestellt worden und wir sehen diese Abgüsse in einer Bodenvitrine in der Station der Stadtbahn Bielefeld unter Tage, nämlich die Untertagestation, die U-Bahn-Station, Hauptbahnhof.